So, herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten Player Review und heute gibt es Josip Drimic in Form, haben sich ja extrem viele, warum auch immer, gewünscht. Aber jetzt kommt er jedenfalls, hat ein 79er Overall Rating als Stürmer von Bayer Leverkusen, natürlich wie die meisten von euch wissen sollten, hat dabei 81 Tempo, 80 Dribbling, 82 Schuss, 71 Pass und 71 Physics, also die Werte schon mal ganz schön gut. 1,81 groß, also viele Einsen und 80er dabei. Mit Arbeitsraten Rechtsfuß, 4-Star, Weak Foot 3, das geht mir 12k kostet, also geht für nichts. Hat dafür in 4 Spielen überragende 12 Tore geschossen, eine Torvorlage gegeben. Guck mal schnell mal auf seine Ingame-Stats. Die sind ja ausgeglichen, muss man sagen. Also echt nicht viel Schlechtes dabei, aber auch nicht übermäßig Krasses dabei. Sein Abschluss mit 86 ist ziemlich gut. Aber sonst echt alles wirklich ganz okay. Muss man einfach so sagen. Aber kommen wir schnell mal zu seinen Spezialitäten und Eigenschaften. Die hat er nämlich gar nicht. Und dann kommen wir mal dazu, was der Josip Drimic ihn vom denn auf den Platz so bringt. Man muss erstmal sagen, das Tempo, die 81, fühlen sich wirklich auch so an. Der ist fix unterwegs. Der ist sogar teilweise sehr, sehr fix unterwegs. Läuft vielen Spielern davon. Kann sich super in Sprintduellen durchsetzen und behauptet sich da gut. Deswegen Tempo gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch für. Auch für das Dribbling. 80 Dribbling hat auf der Karte stehen. Merkt man auch auf dem Platz, setzt da wunderbar um. Der Ball verspringt eben nicht übermäßig. Ist natürlich jetzt nicht der größte Ballkünstler, das erwartet man natürlich auch nicht beim 80er Dribbling. Aber der Ball klebt ihn in den meisten Situationen einfach wunderbar am Fuß. Da ist es schwierig für den Gegner dazwischen zu kommen. Und auch das Dribbling, wie gesagt, stimmt einfach so. Dazu das Schießen. Ja, da wird es ein bisschen differenzierter, muss man sagen. Man muss erstmal sagen, der Abschluss ist okay, solange man mit einem Finesse abschließt. Sobald es in die Richtung Powershots geht, wird das Ganze ein bisschen kritischer, muss man leider sagen. Denn die Powershots waren, wie so auch immer, ich habe dafür absolut keine Erklärung, kacke. Ich glaube, ich habe ein Tor gemacht außerhalb des 16ers mit einem Powershot, sonst eher nicht. Lupfer waren ganz gut, Finesse-Schüsse waren richtig gut, aber Powershots, nee, Longshots kann man total vergessen, die sind gefährlich, aber es geht, also die sind auch nicht gefährlich, also sie kommen aufs Tor und das auch sehen ganz gut aus, aber so wirklich gefährlich wird es im Endeffekt mit Powershots nie leider bei Josip Drimic in Form. Das ist das einzige Manko bei ihm, dazu sein Passspiel. 71 Passen auf der Karte und das merkt man auch, hat eine Torvorlage gegeben, ist so ein mitspielender Stürmer, Schrägstrich abschließender Stürmer. Da kommen wir nochmal später drauf zu sprechen. Die Körperstärke stimmt bei ihm auch, hat 70 Körperstärke in den Ingame Stats oder 71, 72, so um den Dreh, sagen wir mal. Und das ist auch okay. Setzt sich in vielen Situationen durch, vor allem mit seinem relativ guten Dribbling ist das ganz gut kombiniert. Forster Weak Foot merkt man auch, der linke Fuß ist wunderbar einsetzbar, kann man nichts gegen sagen. Im 16er mit dem Finesse kann man da ohne Probleme den Ball in die Maschen drücken. Laufwege stimmen auch, Positionsspiel, obwohl er Medium-Medium Arbeitsraten hat, kein Problem. Der ist, ich habe mir jetzt 4-4-2 gespielt, im 4-4-2 gespielt und da stand eigentlich immer richtig. Er hat sich dann auch gut immer freigelaufen, das Laufspiel war echt teilweise überragend. Ich habe einfach nur nach vorne gespielt und der ist einfach losgelaufen, hat den Ball irgendwie geholt mit einem guten Laufweg. Fand ich richtig stark. Und natürlich noch ein sehr, sehr positiver Aspekt ist sein Preis. Ich meine, für 12k Discard kann den sich echt jeder kaufen. Negativ ist natürlich noch die 3 Sterne Skills. Machst du nix, sind halt 3 Sterne Skills. Blöd, wie immer. Kommen wir mal zum, ja, sehr, sehr komischen Teil von Josip Drimic. Denn ich bin sehr zufrieden. Ich meine, er hat 12 Tore in 4 Spielen geschossen. Das ist überragend. Hat er natürlich ein bisschen Schützenhilfe, sagen wir mal. Weil ein Spiel ging bei mir 6-6 aus im Endeffekt. Gegen einen Kumpel. Das ist nicht ganz so ernst zu nehmen, aber trotzdem, eigentlich ist mein Kumpel super gut in Verteidigen, aber hier hat er einfach keinen Bock mehr gehabt in den letzten paar Minuten, deswegen hat er Josip Drimic das ein oder andere Tor geschenkt, deswegen lassen wir es, trotzdem wären es 10 Tore oder so auch gewesen. Aber Josip Drimic in Form ist so ein ganz komischer Spieltyp, er ist kein krasser, bulliger Stürmer, aber ist jetzt auch nicht der super kleine, schnelle, wendige Stürmer, ist halt echt was dazwischen, ist mal was anderes, muss ich sagen. Und den kann man halt einfach super neben jeglicher Art von Stürmer spielen. Ich habe neben Palacio gespielt, ist auch so eine Art. Ist viel, also er ist, tendiert eher zu schnell und wendig als zu bullig. Aber trotzdem, Josip Drimic, ja, hat mir genauso gut gefallen im Endeffekt für Klaas-Jan Huntelaar. Kriegt eine 9,5 von mir. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Drimic haltet. Das würde mich in dieser Episode mal sehr, sehr stark interessieren. Weil ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Der Abschluss hat mich manchmal eher richtig zum Verzweifeln gebracht. Habe ich gedacht, Strafraumstürmer, never mind, Digga, ohne Scheiß. Wenn du als Strafraumstürmer den Ball nicht reinmachst, dann bitte geh dich eng. Und auch als schneller Spieler ist halt nicht so geeignet, weil er halt nicht das Tempo hat, nicht so klein und wendig ist. Aber trotzdem ist halt auch nicht zu bullig und zu unwendig. Und deswegen die 9,5 und ich bin noch geteilter Meinung von Josip Drimic. Ich fand ihn gut, aber ich weiß noch nicht, was ich davon so im Endeffekt halten soll. Das war es aber jedenfalls von diesem Player-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir eure Meinung von Josip Drimic einfach in die Kommentare, falls ihr ihn gespielt habt. Das war's von dem Video und ich sage vorübergehend zumindest. Ciao.